Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter an unserer Limo. Wir haben es tatsächlich geschafft, final Vorder- Hinterachse nochmal auszubauen, um die optisch anzupassen. Bevor die wieder reinkommt, würde ich allerdings gerne alles drumherum fertig machen, was bisher gefehlt hat. Das heißt, in diesem Video geht es um Thema Servolenkung, Thema Kupplungsbetätigung, Thema Bremse. Wir machen das Ganze der Reihenfolge nach. Das heißt, noch ist hier kein Bremskraftverstärker drin. Das heißt, als allererstes fangen wir jetzt hier an und kümmern uns um die Servolenkung. Ihr seht hier, da machen wir mal einen Link rein. Da haben wir ja so ein wildes Blech gebaut für die Lightblox-Batterie und unsere Opel-Servopumpe elektrisch. Und die müssen wir jetzt einfach nur noch anschließen. Einfach nur noch anschließen, klickt jetzt erstmal einfach. Ist es eigentlich auch, weil wir können hier, das ist der Rücklauf, das ist der Vorlauf. Das heißt, wir werden das Ganze einfach mit PTFE-Leitung von uns, mit Dash-Leitung bauen. Die können nämlich sowohl Sauerflüssigkeit ist nämlich relativ stark ätzend. Wobei ätzend ist sie nicht. Ist sie ätzend? Weiß ich nicht. Bin kein Chemiker. Auf jeden Fall ist sie aggressiv. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Und deswegen sollte man da auf jeden Fall PTFE-Leitung nehmen. Plus Druck. Ich glaube, auf so einer Servolenkung sind schon so 60, 80 Bar. Da würde eine normale Leitung komplett auseinanderfliegen. In unserem Fall die PTFE-Leitung nicht. Jetzt gehen wir nämlich dann einfach nur von hier durch diese schönen Bohrungen, die unten im Wasserkasten sind, von unten an das Senkgetriebe. Also viel kürzer könnte man die Leitung gar nicht bauen. Hier sind die Anschlüsse. Die wirst du nicht filmen können. Die sind genau versteckt hier hinter. Jetzt das aller wichtigste, kriegsentscheidendste. Es ist tatsächlich in dem Originalrücklauf ein Rückschlagventil drin. Nee, ist nicht korrekt. Im Vorlauf ist ein Rückschlagventil drin. Das heißt, in dem Moment, wenn ihr den Motor ausmacht und die originale Servopumpe kein Öl mehr fördert, bleibt in dem Lenkgetriebe ein Druck bestehen. Ob der Druck da wirklich drin bleibt, ist eine andere Sache. Fakt ist, im Vorlauf ein Rücklaufventil, Rückschlagventil wird irgendeinen Grund haben. Kann auch was damit zu tun haben vielleicht, dass wenn man lenkt, das Öl nicht wieder zurück in eine Pumpe kann. Zum Beispiel, weil vielleicht in dem Lenkgetriebe Drücke entstehen. Weiß ich nicht. Fakt ist, bei Marius Golf hatten wir dieses Rückschlagventil damals nicht drin. Und die Pumpe hat immer relativ lange zum Anlaufen gebracht, was ich komisch fand. Das heißt, elektrische Pumpe, du machst Zündung an, man hört es, das Ding hört sich an wie so ein Computer, der hochfährt. Und es hat immer gefühlt im Lenkrad 5 Sekunden gedauert, bis man lenken konnte. So, und dann habe ich mal mir die Leitung genau angeguckt und habe festgestellt, dass original der Rückschlagventil drin ist. Das heißt, wenn alles ideal läuft, wenn das Lenkgetriebe so ist, wie ich es mir eigentlich vorstelle, bleibt in dem Lenkgetriebe der Druck bestehen. Das heißt, in dem Moment, wenn ihr Zündung anmacht, selbst wenn die Pumpe anläuft, ist schon einmal Druck da und man kann lenken. Das heißt, von hier, die behalten wir einfach bei. Da gehen wir einfach mit einer Ringöse auf Dash, in dem Fall Dash 6. Und legen dann eine Dash 6 Leitung hier hoch. Dash 6, warum Dash 6? Weil Dash 6 nämlich auch genau das Maß von unserem Schlauch hier ist. Das heißt, Dash 6 schieben wir ja einfach rüber, eine schöne Schelle rüber und fertig. Das machen wir jetzt als erstes, weil wenn das hier nämlich schön dran ist, kann ich als nächstes Bremskörperstärker und Pedalerie reinmachen. Gesagt, getan, einmal ins Lager, Leitungen sind fertig. Ich kann euch nur sagen, ich feiere dieses Dash-System einfach. Also hier in der Leitung, seht ihr, da ist so eine Teflonseele. Die kann eigentlich alles. Dann hier noch so ein Alu-Kevlar-Hitzeschutz drüber. Dash 8 Rücklauf, weil es halt genau der Durchmesser vom Behälter ist. Dash 6 Vorlauf, weil es der gleiche Durchmesser wie original ist. Jetzt friemeln wir die hier rein und sind hoffentlich glücklich. Kann man jetzt hier nämlich den Kollegen hier draufschieben. Zack. Die dürfen wir natürlich am Ende nicht vergessen. Der Hitzeschutz, das ist das Geile, der ist übrigens zeitgleich noch so ein bisschen hier so ein Scheuerschutz auch. Also hier kommt natürlich noch ein Kantenschoner um die am Ende rüber. So, die Gefahr ist immer, man darf natürlich nicht zu kurz und nicht zu lang machen. Ich behaupte mal, die ist noch, die könnte sogar noch mal ein Atömchen kürzer. Das Gute ist, auch wenn die einmal warm werden, dann setzen die sich perfekt so, wie sie am Ende die Position haben sollen. Deswegen lassen wir also erstmal eine Länge einkürzen, können wir jetzt immer noch. Nummer 2, warte mal, die Seite kommt noch da. Einzige, was immer ist bei den Leitungen, das Ansetzen ist immer. Das sieht doch aus wie Serie. Wie original, Herr Wachtmeister. Hätte erst überlegt, ob ich sie beide zusammen in einen Schlauch mache, dann weiß ich aber, wie es kommen wird. Es wird einer undicht sein und man muss beide lösen, um das Ganze irgendwie mal rauszukriegen. Deswegen habe ich mir überlegt, doch beide lieber original lassen. Wir machen mal Folgendes. Wir lassen das mal genau so liegen, dann kann sich das mal ein bisschen entschlaffen. Dann gucken wir mal, wie das. Doch, aber siehst du, weil wenn sich das jetzt so ein bisschen in Form drückt, vielleicht hier ein Kabel nach rum. Jawohl. So, jetzt geht's da hinten weiter.
So, nachdem jetzt Servolenkung passt, geht es weiter mit diesem Wirrwarr. Habe ich ehrlich gesagt seit Jahren sträubt es mir, habe ich absolut, ist nicht meine Lieblingstätigkeit, weil ich weiß, wie zeitaufwendig es ist. Aber wir gehen das Ganze jetzt mal an. Also, als allererstes zum Thema Bremse. Ich verbaue vom Audi A8 GT, nur der GT, hatte diesen Hauptbremszylinder in Alu. Normalerweise ist der aus Stahl, Kilo leichter, glaube ich. Passend dazu verbaue ich jetzt den Hauptbremszylinder vom R8, weil, ihr erinnert euch, das habt ihr ja schon damals gesehen, Bremse vorne hinten Audi R8. Das heißt, wir haben jetzt komplett eigentlich Audi R8 Bremse. Hauptbremszylinder, Bremskraftverstärker, Bremse vorne hinten. Das Ganze passt natürlich nicht Plug and Play ins Auto. Das heißt, wir mussten anpassen Folgendes. Diese Länge hier ist beim R8 anders. Das heißt, die Bremskraftverstärkerbetätigung mussten wir hier kürzen. Das ist beim R8 so lang gewesen, dass das hier in die Kugelaufnahme mit dem passenden Abstand reinpasst. Da geht das dann durch und hier klickt das Ganze rein. Jeder, der schon mal ein Auto zerlegt hat, wird diese Stelle hassen, weil die Kugel klippt in diese Plastikspange rein. Und wenn ihr es später irgendwie wieder zerlegen wollt, müsst ihr im Fußraum von hinten diese Spange zusammendrücken. Da gibt es so ein Spezialwerkzeug zum hinteren Pedal und Ziehen. Selbst das funktioniert aber nur so semi-geil, deswegen ist es die Hürde. Genauso kann ich jedem empfehlen, diesen Kupplungsgeberzylinder immer neu zu machen. Weil so gut wie jetzt werdet ihr nie wieder rankommen. Deswegen die paar Euros für hier einen neuen auf jeden Fall investieren. Die Länge angepasst, da gibt es sogar im Reparaturleitfaden einen Maß, wie weit das sein muss, weil man dadurch auch das Pedal hoch und runter stellt. Das haben wir angepasst. Weiterhin sind die Schrauben tatsächlich zu lang, weil ihr seht, wie weit die rausstehen. Diese Schrauben klemmen übrigens das Ganze, das heißt Pedalerie von innen und Bremskraftverstärker von vorne. Und die Verschraubung hier ist ein Sackloch. Hier sieht man das schön, da. Das heißt, wenn diese Schraube zu lang ist, ist Bausteller. Deswegen auch diese Schrauben kürzen, dass da am Ende alles passt. Man sieht sogar, wenn ich hier reingucke schon, wie ich hinten mal gegengeschraubt habe. Ach, da sieht man es gut. Wenn du hier zwischenfilmst, siehst du das Ende des Sacklochs. Da geht die Schraube dann gegen. Hier. Mhm. So, deswegen die Schrauben passende Maß kürzen. Wie gehen wir weiter mit der Bremse? Bei dem Auto kommt natürlich kein ABS mehr rein. A, bin ich mittlerweile durch den Arbeit natürlich verwöhnt. B, mit meinem Motorsteuergerät und allem wird das eine größere Aufgabe, bis dieses ABS-ESP, original hätte das Auto ein ESP, mit allem kommuniziert. ESP wird eh nicht funktionieren, weil das würde so hart regeln, dass man es eh immer ausmacht. Liegt einfach daran, wie regelt ein ESP. Ein ESP greift ja schon in das Motorsteuergerät ein. Das heißt, das ESP sagt, jetzt bitte Gas wegnehmen, Zündung nach hinten schieben und als allerletztes einen Bremseingriff machen. Dieses Gas wegnehmen, das wäre bei meinem Auto so drastisch mit Turboloch und Ansprechverhalten, das würde gar nicht mehr fahren. Deswegen ESP gleich, könnt ihr gleich immer schon mal vergessen, außer es ist ein Serienauto. Oder es sind Steuergeräte, die das extrem gut können. Cyvex und Motec sind da ganz vorne. Die haben wirklich perfekte ESP, wobei ist auch nicht korrekt. Ihr müsst immer differenzieren, ESP und Traktionskontrolle. Das sind zwei Paar Schuhe. Traktionskontrolle regelt quasi nur geradeaus, dass das Auto maximal in Längsrichtung beschleunigt. Das können diese Steuergeräte gut. Zum ESP kommen dann noch Sachen wie seitliche Beschleunigung und Lenkrad, Lenkwinkel. Und das zu programmieren, das ist eine Lebensaufgabe, deswegen alles raus brauchen wir eh nicht. Aber ich habe ja so meine Erfahrung mit Hinterachse überbremsen. Das heißt, in unserem Fall muss hier von AP auf jeden Fall ein Regelventil rein. Regelventil deswegen, weil ich muss die Hinterachse deutlich drastisch runter reduzieren. Wir haben hier eine R8-Bremse vorne hinten. Das passt natürlich vom Verhältnis gar nicht. Ist auch wirklich einfach dumm, das so einzubauen. Ich mache es aber trotzdem, weil ich es optisch einfach geil finde. Und es beim alten Auto auch so war. Praktisch werden wir die Kraft der Hinterradbremse fast gar nicht nutzen, weil das Heck sonst einfach überbremst. Ganz einfach, Audi A8, Motor hinten, viel, viel mehr Gewicht hinten, viel breitere Reifen. Plus der ganze Aufbau des R8s mit dem Schwerpunkt und so weiter sorgt eher dafür, dass das Auto beim Kippen, ja okay, er wird beim Bremsen hinten nicht schwerer, aber er wird immerhin beim Bremsen hinten nicht viel leichter. Limo wird natürlich vorne eintauchen, hinten eher hochgehen. Das heißt, ganz, ganz gefährliche Sache, haben schon viele ihre Autos kaputt gefahren, hinten eine große Bremse drauf und das Bremsverhältnis nicht viel anpassen. Deswegen AP, Einschieber, kann man einfach runterregeln. Gibt es eine schöne Chart dazu. Da können wir jetzt einfach mal reingucken. Relativ einfach, man hat immer ein Eingangsdruck und ein Ausgangsdruck und die Differenz dazwischen kann man einstellen. So, und jetzt geht es hier zum Beispiel los, auf größter Stufe tritt man rein und hat bei 100 bar 95 bar Ausgangsdruck.
Das heißt, ungefähr 5% Drosselung hat dieses Teil immer. Man kann es allerdings runterdrosseln bis auf 39 Bar. Das sind also in dem Fall über 60% rausnehmen. Und das brauchen wir. Das heißt, ich werde auch ganz vorne anfangen und dann immer weiter zudrehen, bis das Auto geil bremst. Ich muss natürlich trotzdem vorsichtig ins Pedal reintreten, weil man hat keine ABS mehr. Das heißt, die Räder werden blockieren, wenn man reintritt. Das ist aber nicht so schlimm. Für mich ist nur wichtig, dass das Auto nicht überbremst hinten, weil das System gefährlich ist. Das ist ein Punkt. Das ist aber noch nicht alles. Das geht nur bei einem Auto ohne ABS. Warum? Weil, wie ihr seht, hat das Ding einen Anschluss. Und wenn ihr jetzt ABS habt, habt ihr ja logischerweise zwei Leitungen nach hinten, damit die Räder einzeln geregelt werden können. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, vom Hauptbremszylinder mit einer Leitung im Innenraum Ventil zwischensetzen, hinten zur Hinterachse. Das ist aber noch nicht alles. Zusätzlich brauche ich eine Handbremse. Habe ich beim Arbeiten so auch schon verbaut. Das heißt, dieses ganze Geraffel mit Handbremse, Handbremsseil, Sättel waren in Summe zusammen, ich glaube, 7 Kilo. Heißt Griff, zwei Seile plus die extra Handbremssattel plus die extra Halter. Fliegt auch raus, dafür kommt einfach ein Absperrventil rein. Das heißt, man tritt die Bremse mit dem Fuß, legt den Hahn um, hier ist ein Kugelventil drin, das macht zu und in dem Moment hast du hinten die Räder blockiert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel den Motor laufen lasse und will das Auto einfach ein bisschen warm laufen lassen, Bremse treten, Hahn zu, fertig. Haben wir im Arbeit auch so verbaut, funktioniert gut. Jetzt gibt es noch den letzten Punkt, Thema Viertelmeile und Start. Diese Autos mit den Mehrscheibenkupplungen haben immer das Problem, dass, wenn ihr eine Launch Control macht, schüttelt und vibriert sich alles so dramatisch, dass das Auto anfängt, ein bisschen nach vorne zu rollen. Dieses bisschen nach vorne rollen reicht aber schon aus, um Viertel oder halbe Meile die Ampel auszulösen. Weil Zeitmessanlage immer folgendes, ihr habt immer drei Stages, das heißt Stage 1, Stage 2 und quasi die dritte. Das heißt, ihr fahrt, es geht die erste Lampe an, das heißt, ihr kommt in die Messung rein, es geht die zweite Lampe an, das heißt, ihr steht auf der Startstelle und dann kommt die dritte Ampel, ab da wird die Zeit ausgelöst. Wenn ihr jetzt anfangt zu launchen und aus dieser Lichtschranke rausrollt, weil das Auto nur ein paar Zentimeter nach vorne ist, ist sofort ein Fehlstart, beziehungsweise die Zeit fängt in dem Moment schon an. Das heißt, disqualifiziert und raus. Genau deswegen starten ganz viele mit der Handbremse. Müsst ihr mal beobachten. Ganz viele haben beim Start immer die Handbremse in der Hand und lassen dann passend zum Start die Handbremse los. Geht nicht, hab keine mehr. Ich kann schlecht den Hahn loslassen. Funktioniert nicht so richtig. Deswegen gibt es dieses Ventil. Dieses Ventil macht genau das gleiche wie der Kugelhahn, nur dass es elektrisch ist. Das heißt, ich trete die Bremse, drücke auf den Knopf, launche. In dem Moment, wo ich die Kupplung fallen lasse, geht das Ventil auf und ich fahre los. Kann man auch programmieren, dass es als Beispiel auf Kupplungspedalschalter ist. Das heißt, in dem Moment, wenn ich die Kupplung loslasse, macht das Ventil auf. Ich kann es bei mir an meinen Zentralrechner hängen, dass das Ventil zum Beispiel nur bis 2 km/h gesperrt ist. Also da kann man die verschiedensten Sachen machen, wann, wie, wo sich das sperrt. Das muss auch noch in die Leitung rein. Letzter Punkt, dann haben wir aber erstmal genug Theorie, Thema Kupplung. Da gibt es so geile Adapter auf Dash. Das heißt, normalerweise würde hier eine Rohrleitung reinkommen. Den steckt man einfach nur rein. Zack, können wir schön mit einer Dash 3 Leitung auch im PTFE wieder arbeiten, dass wir gar nicht so diese ganzen starren Leitungen haben. Weil von dort aus müssen wir auch einen kleinen Zwischenstep machen. Und zwar müssen einmal hier hin. An der Stelle vielen Dank, IGO 3D. Haben wir schnell wie ein Druckteil fertig gemacht. Und hier drauf ist dieses Ventil. Hast du eine Idee, was sein könnte, Nico? Nein. Auch eine fiese Frage. Ist aber ein cooles Teil. Und zwar, auch hier ist ein Absperrventil zwischen. Das heißt, drücke ich den Knopf, ist hier die Verbindung Eingang-Ausgang geschlossen und die Flüssigkeit muss durch dieses einstellbare Teilchen hier. Das ist eine Drossel. Das heißt, ich kann einstellen, wie groß die Drossel ist. Das heißt, Kupplung treten, Knopf drücken. Wenn ich dann den Fuß von der Kupplung lasse, springt die nicht zurück, sondern ich kann hierüber einstellen, wie schnell die Flüssigkeit entweicht. Das heißt, das ist bei Allradautos ganz wichtig, dass wenn ihr am Start steht, eine Kupplung fallen, dass es nicht einfach nur Peng macht und alles fliegt auseinander, sondern man lässt künstlich die Kupplung ein bisschen schleifen, so wie man es sonst mit dem Fuß machen würde. Damit man aber das nicht mit dem Fuß macht, weil man zu nervös ist, wie auch immer, kann man von der Theorie her, je nach Strecke, je nach Reifen und so weiter, das Ganze rausfahren und sagt sich dann, okay, alles klar, in Finsterwalde oder beim Race 1000 gehe ich auf Gold 3 und weiß ganz genau, dass das die passende Position ist zum Starten. Also nur noch Launch Control, Kupplung fallen lassen und die Kupplung schleift sich genau passend zu den ersten Metern ein. Also es geht nicht, bam, Auto springt nach vorne, sondern es macht mehr so, dass das Auto mit der Launch Control leicht schleifender Kupplung losfährt. Geht natürlich auf die Kupplung, aber die ist zum Glück krass genug ausgelegt. Ja, dafür hat uns IGO direkt so ein kleines Ding hier gedreht, weil das kommt nämlich ganz easy peasy hier hin. Original geht hier der Kabelbaum fürs Steuergerät durch, bei uns nicht mehr. Das heißt, einfach nur auf den Deckel schrauben, den schrauben wir drauf und fertig. Ja, jetzt müssen wir als nächstes... Das muss alles in die Bremsleitung nach hinten.
Mein Bauchgefühl sagt mir, nee, falsch, nicht mein Bauchgefühl. Ich habe mir beim Einschlafen überlegt, den einstellbaren Drehregler als auch den Hahn brauche ich auf jeden Fall im Innenraum, damit ich rankomme. Den Hahn werde ich am öftesten benutzen, jedes Mal, wenn ich das Auto abstelle. Das hier werde ich nur einmal einstellen, das heißt, es kann auch irgendwo anders hin. Aber es ist schon cooler, dass man dran dreht und direkt merkt, vielleicht fahre ich mal Slicks, wie auch immer. Das heißt, die beiden Sachen müssen irgendwo im Innenraum, da kommen wir später zu. Erstmal müssen wir den hier positionieren. Und da habe ich mir überlegt, wirklich lange wieder drüber überlegt, weil ich will es mir natürlich auch möglichst einfach machen. Hauptbremszylinder, Leitung, dass wir den hier so festmachen. Hier sitzt original eine Domstrebe zwischen, welche übrigens nur die V6 haben. Also alles ab V6 hat hier die Strebe zwischen. Und diese beiden Verschraubungspunkte nutzen wir dafür, um hier dieses Ventil hinzumachen. Weil Kreislauf wird folgender sein, Hauptbremszylinder, hinterer Abgang geht hier rein und von hier geht es dann in den Innenraum zu der Verteilung. Das heißt, den bauen wir hier schön hin. Ich weiß noch nicht wie, das überlege ich mir gleich als nächstes. Aber hier kommt ein schöner Halter und dann sitzt das Teil so. Genauso, achso, eine letzte Sache will ich noch zeigen. Und generell bei diesen Autos ist mittlerweile verbaut ein sogenannter Tandem-Hauptbremszylinder. Das heißt, hier drin ist ein Kolben, der zwei Kammern hat. Diese Kammern müssen nicht unbedingt vorne und hinten sein, sondern es geht bei zwei Kammern einfach nur darum, wenn eine Kammer kaputt geht, könnt ihr immer noch bremsen. Weil jeder, der schon mal sich als Beispiel eine Bremse entlüftet hat, wenn ihr die Bremse aufmacht, ist das Pedal sofort unten. Das ist original nicht der Fall, weil sollte einer von den beiden Kreisläufen undicht sein, kann der andere immer noch arbeiten. In meinem Fall ist es jetzt vorne hinten, original ist es aber sogar über Kreuz. Das heißt, die beiden gehen beide in den ABS-Block und in dem ABS-Block ist dann ein Kreislauf vorne links, hinten rechts, vorne rechts, hinten links. Das heißt, ihr könnt immer noch diagonal bremsen, wenn das undicht ist. Ich mache jetzt einfach vorne hinten, gehe dann von hier, okay, das Ganze sitzt im Auto so, gehe dann als Beispiel von dem vorderen oder hinteren, je nachdem wie es dann passt, das ist egal, hier in die Leitung rein, dass ich direkt hier mein Absperrventil habe. Ganz wichtig, ich mache das Absperrventil nach hinten. An sich wäre es cooler, das Absperrventil nach vorne zu machen, weil wenn man am Start steht, steht das Auto natürlich sicherer, wenn er vorne bremst. Aber wenn irgendwie was dazwischen kommt und sich dieses Ding blockiert auf einmal und ich bremse nur nach hinten, dann ist Großbaustelle. Deswegen traue ich persönlich es mich nicht nach vorne zu machen, obwohl es drucklos offen ist, stromlos, kann man durchpusten. Aber nichtsdestotrotz habe ich ein schlechtes Gewissen bei, wenn irgendwie was passiert und ich nur noch hinten bremse, weil vorne blockiert ist, das wäre nicht cool, gar nicht cool. Nutzen allerdings einige, eigentlich sogar für vorne, ist ein sogenanntes Line-Lock zum Burnouts machen. Die, nee, ist nicht korrekt, die nutzen es auch für hinten. Die kuppeln hinten ihre Bremse ab, dass wenn sie da die Bremse treten, nur vorne bremsen. Genau, egal, lange Rede, kommt auf jeden Fall nach hinten. Dann gehen wir von hier aus weiter. Am Ende kommen einfach nur T-Stücke zwischen, wo man einfach nur die Leitung links-rechts aufteilt. Das Stück zwischen Karosse und Sattel, ganz normale Stahlflexleitung. Fertig. So, jetzt bauen wir für den Kollegen erstmal einen Halter und dann kommt das ganze Graffel hier alles rein. Die nächste Aufgabe war, dieses Line-Lock hier zu positionieren. Also, folgende Baustelle. Problem war, egal wie ich es hier ja positioniere, ich muss ja nach hinten rankommen. Also, ich könnte es entweder höher setzen, wollte ich nicht, fand ich irgendwie hässlich. Ich könnte es hier wegsetzen, weil ich brauche ja immer zum Reinschrauben ein Gewinde dahinter. Also, entweder ein Gewinde, eine Mutter, wie auch immer. Deswegen wäre die einzige Variante es gewesen, es so hochzusetzen. Das fand ich irgendwie, weiß ich nicht, weil das Teil jetzt an sich irgendwie nicht so ästhetisch ist. Deswegen war mir eingefallen, mehrfach drauf geschweißt, hatte ich ja noch so ein Profil. Dieses Profil habe ich kurzerhand durchbohrt, abgeflacht, größer gebohrt, damit eine Schraube durchgeht. Und jetzt können wir dieses Profil hier verschrauben. Zack. Zack. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich baue das jetzt für euch kurz an. Ich werde es gleich wieder abbauen, weil ich werde es natürlich vorher einmal Pulver beschichten. Aber ich finde es so gut. So gut und schnell gelungen, dass ich es auf jeden Fall einmal reinbaue. Weil manchmal sind es echt die kleinen Sachen, die einfach schnell funktionieren. So, Halter sitzt. Und schon können wir den Kollegen ganz easy. Achso, ja, natürlich noch drei Einziehmutter reingezogen. Ne? Schon haben wir da ein schönes Gewinde, um den Kollegen festzuziehen. Achso, ich hätte natürlich auch gerade mal erst den Bremskraftverstärker und so einbauen können. In der Hoffnung, dass der da gleich noch dran vorbeigeht. Aber egal, jetzt ist zu spät. Jawohl. Den kann man hier festdrehen, einstellen, wie man gerne hätte. So, jetzt packen wir mal einmal den Bremskraftverstärker rein. Das ist echt ein fettes Ding, ne? Aber Alu, ne?
Alu, das spart schon ein paar Kilos. Was krass ist, hat sich damals beim Konstruieren einer Gedanken gemacht, wie das gerade so hier wirklich überall dran vorbeigeht. Ich hab's noch gesagt, gerade dran vorbeigehen. Hier geht er nicht dran vorbei. Ja, passt. Der sitzt so drin. Ja. Sieht aus, als wäre der irgendwie nicht richtig. So, okay. Krass. Gekippt, ne? Mhm. Die ganze Wand ist schräg. Die ganze Wand hier hinter ist da, sieht man's, die ist gekippt. Also klar, der zieht sich jetzt gleich noch fest. Mhm. So. Ach so, wird er gegen die Pedalerie wahrscheinlich. Genau, also er wird gespannt. So sitzt er grob drin. Das heißt, wir verbinden, ich würde fast sagen, die Leitung mit der Leitung hier. Von hier nach hier, weil wenn Leitungen zu kurz sind, ist das auch nicht gut. Und von hier gehen wir dann einfach nach unten, nach hinten. Hier habe ich auch schon was vorbereitet. Hier kommt der Pimmel von der Kupplung raus. Da kommt einfach diese kleine Dash-3-Leitung raus. Die können wir dann hier so einfach zack, anschrauben. Und fertig. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal die Pedalerie einbauen. Das machen wir als nächstes und dann geht's weiter. Bremskraftverstärker sitzt. Ventil sitzt, Leitung sitzt. Hier kann ich jetzt einfach ganz entspannt mit irgendwie zum Getriebe gehen. Das mache ich dann, wenn das Getriebe drin ist. Dann mache ich auch noch irgendwo eine Schnellkupplung zwischen. Aber Murphys Gesetz, ist nicht Murphys Gesetz, egal. Ich kriege das eine Fitting genau nicht drauf, fehlt ein Millimeter. Wenn du hier von oben so reinfilmst, muss glaube ich immer so rumgehen, dann siehst du hier genau, dass das Fitting am Bremskraftverstärker anliegen würde. Wir probieren mal eine Sache, 135 Grad. Wenn wir den so leicht nach hier drehen, hier sitzt der Bremskraftverstärker. Ja, wobei man sieht so schon, wenn ich den jetzt drauf schraube, liegt der hier natürlich anders, kannst du vergessen. Nee, da ist die Leitung falsch. Eine Sache könnte gehen. Easy. Kommando zurück. Wie kann man sich täuschen? Nico, wenn du so da reinfilmst, dann sieht man, dass es nur der erste Moment ist beim Draufschrauben, wo es nicht passt. Hier ist jetzt ja genug Luft. Problem ist natürlich, dass die Leitung zu kurz gerade ist, dass ich es jetzt von hier ansetze. Das heißt, ich muss die Leitung hinten nochmal lösen, diesmal erst an der Stelle verschrauben und auf der anderen Seite festmachen. Hm. Dann sitzt das auch. Geil, auch nochmal Glück gehabt. Diese Line-Locks kommen übrigens alle aus Amerika, deswegen haben die hier so ein nerviges, konisches Gewinde. In Deutschland haben wir ja viel MC-1. Deswegen habe ich, gibt es von Artic bei Easer Racing Adapter, einfach von konisch auf das typische Bremsleitungsgewinde. Die kann man jetzt hier einfach konisch reinschrauben, dann ist das dicht und man kann hier mit normalen Bremsleitungen arbeiten. Jetzt geht es als nächstes weiter, Thema Bremsleitung. Ich habe da mal was vorbereitet. Großes Problem ist, die Hälfte der Bremsleitung sind entfallen. Also die gibt es tatsächlich von Audi vorgebürdelt. Das heißt, ich muss auf universell zurückgreifen. Normalerweise ist eine Bremsleitung immer aus Stahl. Jetzt gibt es die aber auch. Bei dieser Racing zum Beispiel, in Alu. Alu, toll. Alu leicht. Jetzt gucken wir mal, wie viel das leichter ist. Also es ist wirklich immer nicht zu unterschätzen. Als Beispiel so ein typisches T-Stück. 47 Gramm. Alu, 27 Gramm. Fast die Hälfte. Okay, da wird man jetzt nicht so viel sparen. Gucken wir mal hier die Leitung. Müssen wir natürlich immer in Relation zu setzen, wie lang ist sie. Die Fittinge bleiben übrigens immer in Stahl. Die würde ich nicht in Alu nehmen. Dafür ist aber zu viel Bums drauf. So, das hier sind 2 Meter. Ne, so. 2 Meter, 154 Gramm. Bei der Alu-Leitung nehmen wir natürlich auch ein Stahlfitting. Jetzt gucken wir mal, wie viel ist das hier so? Was ist denn das? Okay, können wir uns einfacher machen. Mal 3,14 sind 150 cm Umfang, mal 3 sind 4,50 m. 4,50 m hiervon wiegen, okay, jetzt muss ich irgendwie wiegen können, einfacher gesagt als getan. Warte mal, ich brauche mal einen Karton. Ja, richtig Hightech hier alles. Boing, boing, boing. 4,50 m wiegen 130 Gramm. Gegenüber 2 Meter
150 Gramm. Also auch über die Hälfte leichter. Ist jetzt nicht viel, aber... Prozentual schon. Genau, prozentual. Wir können es auch anders ausrechnen. 2 Meter... 150 Gramm, das heißt, der Meter wiegt 150 geteilt durch 2, okay, ist jetzt nicht so aufwendig. Sagen wir mal, minus das Fitting, der Meter wiegt 70 Gramm. In Summe würde ich sagen, hat man Bremsleitung im Auto von hier, erster Rad 1 Meter, zweiter Rad 2 Meter, sind 3 Meter, hinten rechts und hinten links nochmal jeweils 3 Meter, sind also 6, 9 Meter ungefähr. 9 mal 70 sind 630 Gramm gegenüber 300 Gramm. Ah. Ist ein Steak. 300 Gramm Steak, was man einsparen kann. In dem Fall, mir ging es um Folgendes. Ich arbeite gerne mit Alu und man kann das richtig schön biegen. Ist genau die gleiche Bördelung, könnt genau das gleiche Tool benutzen. Einfach Fitting rüber, dann die Leitung bördeln und fertig. So. Meine Frage, es gibt ja auch Kupferleitungen. Ja. Wann benutzt man die am besten? Kupferleitung hat der Marius zum Beispiel gemacht. Sieht halt geil aus. Kupfer ist sehr weich, das heißt, das kann man richtig geil formen. Also als Beispiel, die Leitung wird relativ schnell abknicken irgendwann. So, und Kupfer lässt sich halt relativ weich einfach gut biegen, in Ecken drücken und so weiter. Dafür ist Kupfer bekannt. Sonst ist es theoretisch egal. Von der Festigkeit her, das ist halt auch so ein Punkt, sind die auch gleich, weil die Alu-Leitung einfach eine dickere Wandstärke hat. Weil natürlich ist Alu weicher als Stahl, deswegen ist Stahl dünnwandiger als das hier. Yes, so, okay, ich denke mal nicht, dass ich euch zeigen brauche, wie ich diese Leitung hier biege. Das ist nämlich so eine typische Arbeit, die werde ich irgendwann heute Nacht in Ruhe unterm Auto etc. machen. Mal gucken, was im nächsten Video kommt. Mir wurde aber zugeflüstert, dass ein Paket endlich da ist, auf das ich lange warte. Deswegen freut euch auf ein nächstes Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.